Also Dante, dessen 700. Todestag wir in diesem Jahr begehen, hat mit der Divina Commedia einen Klassiker der Weltliteratur vorgelegt, der nicht nur in der bildenden Kunst und Musik ein vielfältiges Echo erzeugt hat, sondern neben der Literaturwissenschaft auch theologische Kommentatoren wie Hans-Urs von Balthasar und Romano Guardini auf den Plan gerufen hat. Der Ausblick auf das Jenseits verändert den Blick auf das Diesseits. Die Imagination einer eschatologischen Wahrheitsdurchleuchtung leitet zur Überwindung der Dämmerung von Lüge und Zweideutigkeit an, und zwar schon hier und heute. Der italienische Dichter erinnert jedenfalls daran, dass das Leben hier nicht gleichgültig ist. Die zweite Folie, Erhard, bitte. Das Schiff unserer Existenz, um die nautische Symbolik der Kirchenväter aufzugreifen, versinkt nicht im Ozean des Vergessens, es wird nicht verschluckt vom schwarzen Loch des Nichts. Wir werden erwartet, wir werden befragt, wir werden gerichtet. Dantes dreigestufte Topographie des Jenseits von Hölle, Purgatorium und Himmel schließt an die mittelalterliche Eschatologie an. Sie ist kühn, denn sie nimmt das Gericht Gottes vorweg und überspringt den eschatologischen Vorbehalt, der daran erinnert, dass wir den Standpunkt Gottes nicht antizipieren können. Dantes eschatologische Vision ist zugleich sprachmächtig und innovativ. Der Dichter hat sein Werk nicht in der Gelehrtsprache Latein verfasst, sondern in der italienischen Volkssprache, und zwar in kunstvollen Versen, deren Klang und Dichte unübertroffen sind. Dadurch hat er seinen Landsleuten die Sprache gegeben, die sie bis heute sprechen und schreiben. Nun ein paar Angaben im Sinne eines biografischen Präludiums. Die Divina Commedia ist dem Exil abgerungen. Dante ist 1265 als Spross einer alteingesessenen adligen Familie in Florenz geboren worden. Er war nicht nur Dichter und Privatgelehrter, sondern hat sich auch als Lokalpolitiker betätigt. Die in wirtschaftlicher Blüte stehende Stadt am Arno war seit Mitte des 13. Jahrhunderts zerstritten. Die papsttreuen Guelfen und die kaisertreuen Ghibellinen standen sich gegenüber, ja, befehdeten sich hartnäckig. Aber auch die Guelfen, denen Dante zugehörte, splitterten sich in zwei Parteien auf, die sich bekämpften. Die Weißen hier, die dem Papst die Gefolgschaft aufkündigten, und die Schwarzen dort, die ihm die Treue hielten. Dante, der sich in die Zunft der Ärzte und Apotheker eintragen ließ, um politisch aktiv werden zu können, hatte sich im Rat der Stadt engagiert und war vom 15. Juni bis zum 15. August 1300 sogar einer der neun Prioren von Florenz gewesen. Eine Tätigkeit, die ihm am Ende zum Verhängnis wurde. Rückblickend notiert er selbst: Alles Unglück, alle Widerwärtigkeiten meines Lebens hatten ihre Ursache und ihren Anfang in den unglückseligen Begebenheiten meines Priorats. Obwohl Dante zunächst politisch neutral agierte, schlug er sich mehr und mehr auf die Seite der Bianchi, also der Weißen, die sich den Plänen des mächtigen Papstes Bonifaz VIII. Widersetzten, der aus Florenz ein Vikariat machen wollte. Mit dem Einzug von Karl von Valois in Florenz, der im Auftrag des Papstes handelte, erhielten 1301 die papstfreundlichen Schwarzen die Oberhand. Die Folge war, dass Dante und seinen Gesinnungsfreunden 1302 der Prozess gemacht wurde. In Abwesenheit wurde der Dichter wegen Veruntreuung öffentlicher Gelder und wegen Widerstand gegen den Papst mit einer hohen Geldstrafe belegt. Da Dante sich weigerte, vor Gericht zu erscheinen und die Geldstrafe zu entrichten, wurde er am 10. März 1302 zum Tod durch Verbrennung verurteilt. Um sein Leben zu retten, musste er fliehen und ins Exil gehen. Er hat seine Heimatstadt bis zu seinem Tod 1321 nicht mehr wiedergesehen.
Vielleicht können Sie Ihre Mikrofonsache ausschalten, dann Ja, verschwinden auch die störenden Hintergrundgeräusche. das wäre wichtig. Ich versuche das einmal auch Ja. in Angriff zu nehmen. Man kann den traumatischen Einschnitt in seinem Leben nicht hoch genug veranschlagen. Seine Familie bleibt in Florenz zurück. Sein Ruf als Politiker und Bürger der Stadt ist beschädigt. Er verliert seinen Freundeskreis. Später wird auch sein Besitz konfisziert. Dante wird zu einer provisorischen Existenz verurteilt. Er muss auf Kosten anderer leben. Man kann sagen, pointiert, stabil bleibt allein die Instabilität. In der Commedia lässt Dante seinen Urahn Cacciaghida das harte Los im Exil vorausschauen. Zitat aus dem Paradiso: Und alles, was du liebst, wirst du verlassen. Dies ist der erste Pfeil, den du siehst steigen aus der Verbannung, die dir sprach, ihr Hassen. Dann wird sich dir am eigenen Leibe zeigen, wie salzig jedes fremde Brot uns schmecket und wie es hart ist, fremde Stiegen steigen. Seine Frau Gemma di Donati und seine Kinder Pietro, Giovanni, Jacopo, sie sehen die Trias der drei Apostel, Petrus, Johannes, Jakobus haben hier Pate gestanden und seine Tochter Antonio hat er in der Stadt zurücklassen müssen. In wiederum nautischer Symbolik hat er selbst das harte Schick des Exils eindrücklich zum Ausdruck gebracht. Im Convivio heißt es: Wahrlich, ich war ein Schiff ohne Segel und ohne Ruhe, vom kalten Wind, der die schmerzensreiche Armut durchdringt, zu vielen Häfen und Buchten und Stränden getrieben. Und ich bin in den Augen vieler, die sich vielleicht aufgrund meines Ansehens mich in anderer Gestalt vorgestellt hatten, nicht nur in meiner Person herabgewürdigt worden, sondern auch in allem, was ich vollbracht habe und noch zu vollbringen gedenke. Man kann sagen, also die Infamie der Verbannung hat Dante durch die Fama seines Werkes zu kompensieren versucht. Der Konstanzer Romanist Karl-Heinz Stierle spricht von dichterischer Selbstbehauptung im Exil. Und tatsächlich ist Dante schon zu Lebzeiten als Dichter berühmt geworden. Seine Heimatstadt Florenz aber hat er nie wieder betreten können. 1321 ist er in Ravenna gestorben, nachdem er die Divina Commedia beendet hatte. Wobei man auch dazu sagen muss, dass das Attribut Divina, also göttlich, später von Boccaccio dem Titel beigegeben wurde. Der stammt nicht von Dante selbst. Nun ein paar Angaben zur Zahl 3 als Strukturprinzip, als triadisches Modul, könnte man sagen, der Commedia. Das Langgedicht der Commedia ist mit seinen 14.233 Versen streng durchkomponiert. Die Zahl 3 hat bestimmende Macht auf der Makro- und auf der Mikroebene. Das Werk hat drei große Teile, Inferno, Purgatorio und Paradiso, die jeweils 33 Gesänge umfassen. Ein eröffnender Canto ist dem Ganzen vorangestellt, sodass das Werk nicht aus 99, sondern aus 100 Gesängen besteht. Dreimal wird jeweils zu Beginn der drei Jenseitsorte die Muse angerufen, als Index, dass die Quelle der Imagination von anderswoher kommt, also nicht allein auf dichterischer Potenz basiert. Als dichterische Reimform aber hat Dante die Terzine erfunden. Also das eine Werk, das in drei Teilen die Jenseitslandschaft absteckt, die dreifache Anrufung der Muse, das Reimschema der Terzinen, das alles lässt sich als Hommage an das Mysterium der heiligsten Dreifaltigkeit lesen. Und die Zahl 100 kann als Symbol für Vollendung genommen werden. Man ist, um noch einmal Stierle zu zitieren, fasziniert von der eisernen Energie, der Umsicht, der Geduld, dem Einfallsreichtum und der Nuancierungskraft, mit denen der Sprachbildhauer Dante aus den unendlichen Kombinationsmöglichkeiten seiner Sprache immer wieder die eine Formulierung schlägt, die die geballte Kraft
des Endgültigen hat. Zitat Ende. Vor allem, und das ist theologisch bedeutsam, und Hans-Urs von Balthasar hat in seiner theologischen Ästhetik darauf abgehoben, trägt er die unerfüllte Liebe zur früh verstorbenen Beatrice bis in den Himmel, was für scholastische Theologen eine Provokation sein mag. In der seligen Gottesschau, der Visio Beata, wird das Lächeln der Geliebten nicht negiert oder aufgehoben. Der Sehnsuchtsfall menschlicher Liebe reicht ins Eschatologische und findet erst dort seine Erfüllung. Dantes Reise durch die Jenseitslandschaften von Hölle, Purgatorium und Paradies aber geht über die literarischen Vorlagen bei Homer und Vergil bei weitem hinaus. Dante hat sein Werk als einen Ausritt in Neues, Unerforschtes empfunden, wie Balthasar in seiner theologischen Ästhetik treffend notiert hat. Jetzt zur Reise ins Jenseits als altro viaggio, also als andere Reise, die zugleich eine Reise ins Hohe, ins Unbekannte, ins eschatologische Terrain darstellt. Auf unseres Erdendaseins Wegesmitte erfand ich mich in einem dunklen Wald, da abgeirrt vom rechten Pfad die Schritte. So setzt die Commedia ein. Dante lässt das Werk am Karfreitagsmorgen 1300 beginnen, dem ersten heiligen Jahr, das Papst Boniface VIII. Ausgerufen hatte. Im dunklen Wald, Selva Oscura, wird er von drei wilden Tieren bedrängt. Hier haben Sie wieder die symbolische Zahl 3, einem Luchs, einem Löwen und einer Wölfin. Die Bestien stehen für die Laster der Überheblichkeit, Superbia, des Neides, Invidia, und der Habgier, Avaritia, die das gesellschaftliche Leben der Stadt Florenz vergiftet haben. Dante gerät in eine lebensbedrohliche Krise, die manche Interpreten als dichterische Andeutung einer akuten Suizidgefahr gelesen haben. Stierle spricht von einem Tiefpunkt der Selbst- und Weltverlorenheit. In der äußersten Not, das Wort Paura durchzieht den ersten Gesang leitmotivisch, spürt Dante plötzlich den Blick eines anderen auf ihm ruhen. Er sieht, dass er gesehen wird und das hilft. Der Blick, der Anblick, die Optik, das spielt bei Dante immer wieder eine wichtige Rolle. Und dieser andere ist Vergil, der römische Dichter, der ihm hilft, einen rettenden Ausweg aus der akuten Gefahr zu finden. Vergil, der die Aeneis gedichtet hat, in der es ebenfalls eine Jenseitsreise gibt, zeigt Dante den rettenden Einstieg in die andere Welt. Er sagt, dir tut eine andere Reise not. A te conviene nere altro viaggio. Er begleitet Dante als Führer, Guida, auf seinem Weg hinab bis in den untersten Schlund der Hölle, wo der gefallene Erzengel Luzifer im Eismeer feststeckt. Er spornt ihn auch an, den Gipfel des Läuterungsberges zu erklimmen, der auf der südlichen Hemisphäre der Erde aus dem Weltmeer herausragt. An der Schwelle zum himmlischen Paradies muss Vergil als ungetaufter Heide allerdings passen. Hier übergibt er das Geleit an Beatrice, die Donna Beata e Bella, wie es heißt, die wiederzusehen Dante sich sehnt, die ihn aber zunächst streng, sehr streng empfängt und ihn mahnt, Buße zu tun. Mit ihr zusammen aber lenkt Dante den Blick in die ewige Sonne, das Licht der Lichter. Diese Welt wäre ärmer, wenn es den Aufblick auf die andere nicht gäbe. Beginnen wir nun im gerafften Maß die Jenseitsreise mit dem Inferno. Auf dem Höllentor zu Beginn ist folgende Inschrift zu lesen. Durch mich geht's ein zur klagenreiche Stätte, durch mich geht's ein zum ewiglichen Leid, durch mich zu der verlorenen langen Kette.
den höchsten Schöpfer trieb Gerechtigkeit in erster Liebe sich zu offenbaren, in seiner Allmacht und Allwissenheit. Vor mir war nichts Geschaffenes zu wahren. Die Ewige, so wie ich ewig bin, lasst, die ihr eingeht, alle Hoffnung fahren. Das ist einer der berühmtesten Verse des Werkes. Lasciate ogni speranza voi centrate. Das Tor zur Hölle ist weit geöffnet, um die vielen zu empfangen, die den breiten, bequemen Weg gegangen sind. Dante und Vergil durchschreiten das Portal, aber Dante fragt gleich, ob das nicht alles etwas zu hart sei, ob es denn überhaupt gar keine Hoffnung für die Verlorenen hier gebe. Vergil antwortet, jeder Hintergedanke müsse weichen, jedes Mitleid ersterben. Es habe keinen Sinn, über die Unglücklichen und ihr unabänderliches Schicksal zu reden. Garda e passa, schau und geh vorüber, so der Rat des erfahrenen Begleiters. Dante aber verliert beim schrecklichen Anblick der Verdammten das Bewusstsein. Er bekommt gar nicht mit, wie der Höllenwächter Charon sie in seinem Kahn den Totenfluss überqueren lässt. Sie gelangen zum Limbus, wo jene Seelen weilen, die nur den einen Defekt aufweisen, dass sie ungetauft sind. Vergil gehört dazu und er erklärt, so haben vor dem Christentum die Frommen Gott doch noch nicht, wie es ihm gebührt, verehrt. Und so bin ich selber hierher gekommen. Der Mangel, nicht von anderer Schuld beschwert, lässt uns verloren sein. Wir alle Kranken an Hoffnungslosigkeit, sehnsuchtsverzehrt. So die deutsche Übersetzung. Dante schmerzt die Auskunft, er will sie nicht akzeptieren, zumal auch andere große Dichter der Antike, wie Homer, Horaz oder Ovid und auch andere, im Limbus versammelt sind. Aber die Reise geht weiter. Die beiden Jenseitspilger beginnen, die trichterförmige Hölle nach und nach hinabzusteigen. Und je tiefer sie kommen, umso schwerer sind die Strafen. Im Inferno regiert das Prinzip der Gerechtigkeit, der passgenauen Vergeltung. Nichts, was geschieht, bleibt ungesühnt. Verantwortungsflucht ist unmöglich, modern gesprochen. Die Täter werden nicht auf Dauer über ihre Opfer triumphieren. Auch Mitläufer und Zuschauer kommen nicht billig davon. Das ist also der Gerechtigkeitsimpuls, der im Inferno entscheidend ist. Dante glaubt, dass schwere Sünder auf ewig verdammt werden. Seine Hölle ist dicht bevölkert. Für ihn gibt es eine Übereinstimmung zwischen der Art der Sünde und der Art der Bestrafung. Dieses Prinzip des Contrapasso steht im Hintergrund, wenn Dante für menschliche Laster ausgeklügelte eschatologische Strafen erfindet. Wollüstige und Völler, Geizige und Neider, Betrüger und Fälscher, Selbstmörder und Sodomiten, sie alle werden von der grauenvollen Kunst der Gerechtigkeit eingeholt und finden ihre Strafe. Dante liefert eine genaue Geografie der Hölle, die er, wie schon angedeutet, als kreisförmigen Abgrund konzipiert. Trichterförmig geht es in 8 terrassierten, immer enger werdenden Kreisen bis in den eisigen Erdmittelpunkt hinab. Je verworfener die Laster, umso tiefer der Fall, umso grausamer die Strafen. Ganz unten steckt der gefallene Erzengel Luzifer im Eismeer fest. Der einst herrliche Prachtengel ist hässlich entstellt. 6 Fledermausflügel und 3 grässliche Mäuler prägen seine Physiognomie. Und er zerkaut die Verräter Judas, Brutus und Cassius. Erstaunlich ist, dass Dante nicht davor zurückscheut, missliebige Zeitgenossen, persönliche Gegner, Kaiser und Könige, Häresiarchen und Sektenführer, ja selbst Päpste in die Hölle zu schicken. Manche Kritiker, darunter Goethe und Voltaire, haben in Dantes Inszenierung der bestialischen Höllenstrafen und ausgeklügelten Körper- und Geistesqualen sadistische Züge ausgemacht. In der Tat ist das Straftheater des Inferno nichts für
allzu zart beseitete. Und wenn Sie ins Kunsthistorische Museum gehen oder in die Alte Pinakothek in München, dann können Sie natürlich auch visuelle Inszenierungen dieser Körperqualen derer, die in die Hölle kommen, sich ansehen, etwa bei Rubens. Und diese visuelle Inszenierung hat natürlich nicht nur quasi sadistische Funktion, sondern eher paenetische Funktion, also mahnende Absicht, den Betrachter, die Betrachterin quasi anzuleiten, sich der Konsequenzen möglichen schlechten Handelns bewusst zu sein und das Leben, wenn möglich, zu bessern. Jetzt möchte ich einen kurzen Exkurs machen und ein eschatologisches Dilemma streifen. Ja, wie können eigentlich Seelen körperliche Qualen erleiden? Die scholastische Eschatologie, die in der Bulle Benedictus Deus von 1336 lehramtlichen Ausdruck gefunden hat, ging bekanntlich davon aus, dass im Augenblick des Todes das definitive Ende des menschlichen Pilgerstandes erreicht ist und die Seele vom Leib getrennt wird. Anima separata lautet der Terminus. Während der Leichnam im Grab verwest und auf die physische Restitution beim jüngsten Tag wartet, gelangt die Seele vor den Richterstuhl Jesu Christi. Dort erhält sie das definitive Urteil, welcher Abteilung der Topographie des Jenseits sie zugeordnet wird. Und hier gibt es drei bekannte Zuweisungen. Wenn sie frei von schweren Sünden ist, erhält sie gleich nach dem Tod, mox post mortem, wie es in Benedictus Deus heißt, die selige Gottesschau. Wenn sie zweitens noch Versäumnisse und moralische Hypotheken aufzuarbeiten hat, muss sie ins Purgatorium, dem postmortalen Läuterungsort. Und drittens, wenn sie von schweren Sünden belastet ist, kommt sie in die Hölle. Die scholastische Theologie, die Dante recht gut kannte, ging von einem Zwischenzustand aus, einem Interim zwischen individuellem Gericht nach dem Tod und allgemeinem Gericht am Ende der Geschichte, bei dem dann die vom Leib getrennten Seelen ihre Leiber wiedererhalten sollten. Man sprach von der Resumptio Corporum, der Wiedergabe der Leiber. Die Anima Separata, die vom Leib getrennte Seele, aber fungierte im Zwischenzustand als Träger der Kontinuität und Identität der gelebten Freiheitsgeschichte eines Menschen über die Bruchlinie des Todes hinaus. Allerdings bemerkte schon Thomas von Aquin, dass einer Seele ohne Körper das Ausdrucksmedium, das Kommunikationsmedium abgeht. Das Axiom Anima unica forma corporis bringt zum Ausdruck, dass die Seele das formgebende Prinzip des Leibes ist. Thomas sprach daher konsequent der Anima separata, also der vom Leib getrennten Seele, im Zwischenzustand ab, in vollem Sinne Person zu sein. Dante, der ganz selbstverständlich von einer Klaviatur auch sinnlicher Strafen im postmortalen Zustand ausgeht, löst das Problem so, dass er den verstorbenen Seelen fluide, feinstoffliche Zwischenleiber zuschreibt, die äußerst sensitiv sind, also schmerzempfindlich, die riechen, fühlen, hören und sehen können. Die volle Wiedergabe der Leiber erfolgt aber erst im Zusammenhang des jüngsten Gerichts. Im Paradiso fragt Beatrice, ob die Seligkeit der Seligen durch die Auferstehung noch einmal gesteigert werde. Und in der Tat bejaht Salomo die Frage, was im Himmel dann entsprechenden Jubel auslöst. Das können Sie im vierten Gesang des Paradiso nachlesen. Die Berliner Schriftstellerin Sibylle Levetscharow hat bei ihrer Wiener Poetikdozentur en passant darauf hingewiesen, dass in der russischen Verfolgung unter Stalin, aber auch in den Konzentrationslagern der Nazis immer wieder Dante und vor allem die Inferno-Passagen gelesen wurden. Sie hat also auf die Aktualität von Dantes Höllenvision im Sinne einer klaren Gerechtigkeitsoption hingewiesen. Sie fanden, so Levetscharow,
in Dantes Großgedicht den einzigen Vergleichsstoff für ihr mörderisches Schicksal. Was bei Dante als dichterische Vision für Schuldigen und Schurken ausgeführt und ins Jenseits transponiert wird, das haben unschuldige Opfer und KZ-Insassen leibhaftig im Diesseits erdulden und erfahren müssen. Der russische Dichter Ossip Mandelstam, dem Paul Celan seinen Gedichtzyklus Die Niemandsrose gewidmet hat und den er ausdrücklich als Bruder tituliert hat, aber auch Primo Levi haben sich intensiv mit Dante beschäftigt. Levi hat das Lager Auschwitz-Birkenau als Hölle auf Erden beschrieben. Schlag auf Schlag kamen Levi ganze Strophen der Komödie in den Sinn, die er auswendig konnte und einem Mitgefangenen auch vortrug. Purgatorio und Paradiso waren dabei ausradiert. Dantes Hölle dominierte das Gedächtnis, weil sie der Hölle der Lager, ja wie soll man es nennen, eine Gestalt gab. Einerseits wurde das akute Erleben zementiert, indem es die inzwischen vergangenen Jahrhunderte zusammenpackte, als hätte es die Hölle auf Erden immer schon gegeben, als wäre alles auf Erden Erlebte grausam. Andererseits vermochte es die Macht der Poesie, die durch das Schlimmste hindurchwirken kann, der gequälten Seele eine gewisse Befreiung zu erlauben. Auch wenn sich Dantes Verse den fürchterlichsten Leiden widmen, sind sie auf intrikate Weise dennoch schön. Manchem Häftling hat es geholfen, durch die Besinnung auf die Poesie sich die Kraft zum Überleben irgendwie zu erhalten. Wahrlich ein unwahrscheinlicher Vorgang, der eine erstaunliche Wirkweise des Geistigen vorführt, sich nicht völlig brechen zu lassen. Soweit das Zitat von Sibylle de Vicharov, die auch die Gegenwartstheologie herausfordert, wenn sie vor einer weichgespülten, billigen Theologie der Hoffnung für alle warnt und entschieden daran erinnert, dass die Freiheitsgeschichte von abgründigen Schuld- und Leidvorgängen geprägt ist, deren Niveau durch eschatologische und auch pastorale Aussagen leichtfertig unterboten wird, wenn sie schon hier und heute die Eintrittskarte in den Himmel meinen, versprechen zu können. Dieser Einspruch ist meines Erachtens ernst zu nehmen und ich hatte mehrfach Gelegenheit, mit Sibylle Levitscharow über diese Frage auch zu streiten. Dante selbst nimmt in seiner Commedia eine erstaunliche Urteilskompetenz in Anspruch. Den greisen Papst Celestin V., der wegen Überforderung freiwillig von der Kathedra Petri zurücktrat, verwirft er wegen feiger Flucht. Aber auch mächtige Päpste wie Bonifaz VIII. Und Clemens V., Zeitgenossen von ihm, die durch politische Intrigen und Ämterschacher das Evangelium auf den Kopf gestellt haben, werden in der Commedia eschatologisch verurteilt. Sie werden durch Feuerflammen an den Fußsohlen gequält. Dadurch macht Dante sie symbolträchtig zum Gegenbild der Apostel, auf deren Häupter sich die Feuerzungen des Heiligen Geistes bekanntlich niederließen. Levitscharow hat hier treffend von einer Verkehrung des Pfingstwunders gesprochen. Dante hat an einigen Stellen aber auch Mitleid, Piedade, mit den Verdammten. Und Samuel Beckett scheint gerade von diesen Stellen fasziniert gewesen zu sein, wenn er eine Figur in seiner Erzählung Dante und der Hummer den Ratschlag erteilen lässt, es könne nicht schaden, ich zitiere ihn, einmal Dantes seltene Mitleidsregungen in der Hölle zusammenzustellen. In der Tat, gerade diese Stellen machen die feinen Risse in der Architektur der dualen Eschatologie der Scholastik deutlich, die mitunter allzu genau Bescheid weiß, wer in der Hölle und wer in den Himmel kommt. Die Compassio, die Mitleidsbekundungen Dantes mit einzelnen Verdammten, rufen sofort den Tadel seines Begleiters Vergil hervor. Wer ist ruchloser als der,
denen bei Gottes Richterspruch Mitleid überkommt. Das Mitleid mit den Verdammten steht im Widerspruch zu Gottes Gerechtigkeit. Dante fällt, um diesem Dilemma zu entkommen, in Ohnmacht, und zwischen den Zeilen kann man die Frage mitnotiert sehen: sollte es am Ende doch noch Hoffnung für den ein oder anderen hoffnungslosen Fall geben? Jetzt möchte ich mit Ihnen einen kleinen Exkurs wiederum machen und das Geschick des Odysseus in Dantes Inferno näher beleuchten, um jetzt etwas stärker exemplarisch auch einmal eine Mikroebene einzunehmen. Im achten Höllenkreis erblicken Dante und sein Begleiter von einer Brücke aus ein Flammenmeer büßender Seelen. Es sind die falschen Ratgeber und Betrüger, die hier bestraft werden. Sie haben in öffentlichen Angelegenheiten die Ratio als Instrument der Täuschung missbraucht. Diese Art geistiger Brandstiftung wird im Sinne des Contrapasso dadurch gebüßt, dass die Betrüger in züngelnde Flammenkugeln eingehüllt werden. Eine Doppelflamme sticht aus dem Getümmel heraus und zieht das lebhafte Interesse Dantes auf sich. Es handelt sich, wie Vergil bereitwillig erklärt, um Odysseus und Diomedes, die durch List und Trug den Untergang Trojas herbeigeführt haben. Dass sie dafür in der Hölle büßen müssen, wird von Dantes Begleiter durch die Angabe von drei Strafgründen näher erläutert. Odysseus ließ das hölzerne Pferd erbauen, um die belagerte Stadt trickreich zu erobern. Zweitens, Odysseus überredete Achill, am Krieg gegen die Trojaner teilzunehmen, was diesem das Leben kostete und seine schwangere Frau ins Unglück stürzte. Und drittens, Odysseus hat den Frevel begangen und als Bettler verkleidet das Götzenbild der Pallas Athene aus dem Tempel von Troja gestohlen. Bemerkenswert ist nun, dass bei dieser Auflistung der Strafgründe durch Vergil die letzte Ausfahrt über die Säulen des Herkules hinaus ins Offene fehlt, von der später ausführlich die Rede sein wird. Die Negativzeichnung durch Vergil entspricht jedenfalls genau der Umwertung der Gestalt in der Aeneis, die aus dem bewunderten Helden Odysseus bei Homer den verhassten Betrüger Ulysses macht, dem genau das fehlt, was dem neuen Helden Aeneas auszeichnet, nämlich die Tugend der Pietas, die Bereitschaft zur Demut, das eigene Streben dem providentiellen Geschichtsplan unterzuordnen. Mit Aleida Aßmann gesprochen, bitte die nächste Folie. Der Weg des homerischen Odysseus in die Hölle Dantes führt über Vergil, dem sich der christliche Epiker in so wichtigen Punkten wie Pietas und Geschichtstheologie verbunden fühlte. Odysseus selbst spricht in seiner eindrücklichen Rede an die beiden Jenseitswanderer von einem unersättlichen Welthunger, der ihn verleitet habe, seine natürlichen Bindungen an den Sohn Telemachus, den Vater Laertes und die Gattin Penelope aus dem Blick zu verlieren. Er gesteht, nicht Freude an dem Sohne, noch das Weh des alten Vaters, noch die schuld'ge Liebe, der sich erfreuen sollte, Penelope, bezwangen in dem Innern meiner Triebe zu schauen der Menschenlaster im Verkehr und ihre Tugenden im Weltgetriebe. Im Innern brennt das Verlangen nach Welterfahrung, devenir del mondo esperto, aber auch der Drang, Tugenden und Laster des Menschen näher kennenzulernen bei diesem Experiment des Aufbruchs ins Offene. Sie lassen ihn auf das Familienglück verzichten. Nichts hält Dantes Odysseus zurück, die Dolcezza des Sohnes nicht, die Pietà gegenüber dem betagten Vater nicht, selbst die Liebe zu Penelope nicht. Odysseus erzählt, dass er und seine Gefährten aufs offene, hohe Meer hinausgesegelt seien, bis sie schon alt und müde, vecchi e tardi waren.
Das aber wäre eigentlich der angemessene Zeitpunkt gewesen, innezuhalten, umzukehren und die Heimreise anzutreten. Aber sie übergehen den Zeitpunkt, weil sie auf ihrer Fahrt soeben die Säulen des Herkules erreichen, das klare Zeichen einer Grenze, die nicht überschritten werden darf. Später wird Dante von Adam im Paradiso erfahren, dass das Wesen der Sünde in der Überschreitung des Zeichens il trapassar del segno besteht. Das Verbotene aber lockt, das kennen wir aus der Psychologie und haben es gewiss selbst schon in Lebenskontexten erfahren. So stachelt Odysseus in seiner kurzen Brandrede seine erschöpften Gefährten an, die Warnung des Nec plus Ultra zu ignorieren und weiterzufahren, um den Erfahrungshorizont über das bisherige hinaus zu weiten. Er appelliert an das menschliche Streben nach Tugend und Erkenntnis, aber auch an die Kürze der noch verbleibenden Zeit. Ja, ein typisches modernes Phänomen, die Zeit drängt. Wir müssen handeln, jetzt. Durch seine Beredsamkeit lässt sich die Mannschaft tatsächlich umstimmen und rudert, wie es heißt, in tollem Fluge, volle Volo, über die Grenzen ins Offene hinaus. Mit dem Motiv des Fluges aber sind feinsinnig Reminiszenzen an Phaeton und Ikarus wachgerufen, die mit ihren kühnen Unternehmungen, wie Sie wissen, gescheitert sind. Nach 5 Monaten Fahrt im Atlantik sehen Odysseus und seine Gefährten in der Ferne endlich einen gewaltigen Berg, auf dem wohl der Garten Eden liegt, in dem Adam und Eva vor dem Sündenfall in seliger Gottverbundenheit gelebt haben. Doch der Jubel der Mannschaft über das unbekannte Land weicht jäh dem Entsetzen, als ein heftiger Wirbelsturm losbricht, der das Schiff erfasst, den Bug nach unten, das Heck nach oben reißt und in den Fluten versinken lässt. Am Ende schlagen die Wellen über Odysseus und seinen Gefährten zusammen. Und die Frage steht im Raum, ist dieser Schiffbruch, der mit Einwilligung des ganz anderen erfolgt, ist dieser Schiffbruch als göttliche Strafe für die Hybris, also die grenzenüberschreitende Dynamik der Neugierde, zu deuten? Darüber gibt es in der Dante-Forschung einen Streit. Bevor wir uns dieser Frage näher zuwenden, möchte ich noch kurz darauf hinweisen, dass die Figur des Odysseus in Dantes Commedia eine besondere Rolle spielt. Wiederum Karl-Heinz Stierle hat von einer obsessiven Präsenz gesprochen und einige Spuren im intertextuellen Geflecht der Dichtung namhaft gemacht, die sich erst bei wiederholten Lektüre entdecken lassen. Bereits die Rede vom hohen Gang, vom Alto Passo, im 2. Gesang des Inferno, also ganz zu Beginn des Werkes, verweist auf das kühne Unternehmen des griechischen Helden, auf das hohe, offene Meer, l'alto mare aperto, hinaussegeln zu wollen. Aber auch die anfänglichen Bedenken Dantes, dass die Jenseitswanderung ein wahnwitziges Projekt volle sein könne, das möglicherweise die Kräfte überfordere, verweist bis in die Sprache hinein voraus auf den tollen Flug, volle Volo, des Odysseus, der die Grenzen der damals bekannten Welt zu einer Schwelle umkodiert, um eben dahinter eine neue Welt, eine Nueva Terra, entdecken zu können. Sie sehen also, der neuzeitliche Entdeckerdrang, Kolumbus etc., ist hier schon präfiguriert. Die intertextuellen Verweise ließen sich noch fortsetzen. Ich möchte nur noch auf das grandiose Bild vom großen Meer des Seins, Lo Gran Mar del Essere, verweisen, das sich am Eingang des Paradiso findet. Um Dante von seinen Zweifeln an der Ordnung der Welt zu befreien, bemüht Beatrice die ontologische Metapher vom Ozean des Seins, in dem jedes Wesen auf den ihm bestimmten Hafen zusteuert. Stierle hat darauf aufmerksam gemacht, dass mit dieser Metapher eine Verschiebung aus der horizontalen in die vertikale
verbunden ist. Ich zitiere ihn. Nichts könnte die Gewalt einer ins Unendliche sich erstreckenden horizontalen Welt anschaulicher machen als das Meer, und insbesondere jenes äußere Meer, das in Dantes Vorstellungswelt sich noch in unvorstellbarer Grenzenlosigkeit verlor. Die Abenteuerlichkeit der Welt, in der in jedem Augenblick das unvorstellbare Ereignis werden könnte, der Einbruch der Kontingenz, wenn man so will, verdichtet sich in der Vorstellung des Meeres. Aber das Meer des Seins der Beatrice, in dem die Emporfliegenden sich bewegen, ist ein aus der Horizontale in die Vertikale gehobenes Meer, in dem jedes Schiff den vorherbestimmten Hafen erreicht, nämlich den bestimmten Ewigkeitsort, und zwar in der stufenförmigen Ordnung des Sinns. Soweit das Zitat. Bemerkenswert ist, dass das hölzerne Schiff des Odysseus noch im Scheitern zum Zeichen dieser göttlichen Ordnung wird. Der Sturm, der, wie gehört, auf Geheiß des ganz anderen hin verfügt wird, lässt das Heck des Schiffes ein letztes Mal hoch aufragen, den Bug aber steil in den Fluten versinken. Das kühne Unternehmen der odysseischen Ausfahrt, das den horizontalen Raum erkunden will und bis vor die Insel des irdischen Paradieses gelangt, wird damit im Augenblick des Untergangs zum himmelwärts gerichteten Symbol, das eine vertikale Welt anzeigt, die Welt Gottes samt der damit verbundenen graduell gestuften Ordnung. Die Leser, die Leserinnen der Commedia aber lädt Dante ein, ihr Schiff, ihr Lebensschiff, dem hohen Salzmeer anzuvertrauen und dabei seiner Kielspur zu folgen, bevor das Wasser diese wieder verwischt. Insgesamt muss man sagen, zeigt sich bei Dante eine bemerkenswerte Umdeutung des Odysseus-Bildes. Aus dem Vorbild des Heils wird ein Warnbild des Unholds. Odysseus hat sich freiwillig an den Mast des Schiffes binden lassen, um dem verführerischen Gesang der Sirenen nicht zu erliegen. Darin sahen die Kirchenväter ein Vorbild für die christliche Welthaltung, ja, die Bindung ans Holz ist Symbol für die Bindung des Christen an Jesus Christus am Kreuz. Das ist ein vielfältiges Motivgeflecht, das Hugo Rahner in den Symbolen der Kirche näher entfaltet hat. Ganz anders bei Dante. Hier ist Odysseus nicht mehr Vorbild des Heils, sondern Warnbild des Unheils. An der Epochenschwelle zur Neuzeit ist er zwar vom Welt- und Wissensdurst des Odysseus fasziniert, zugleich lässt er den antiken Seefahrer scheitern, weil dieser heilige Schranken missachtet. Damit stellt, um einen kurzen aktualisierenden Bezug herzustellen, auch uns in der Spätmoderne die Frage, wie weit können wir gehen mit unseren wissenschaftlichen, technischen Errungenschaften? Soll alles erlaubt sein, was auch möglich ist? Oder ist nicht doch eine kluge Selbstbegrenzung in manchen Forschungskontexten angeraten? Das tippe ich hier nur an. Zur zweiten großen, Topos in der Topographie des Jenseits, Purgatorio als therapeutischer Prozess, himmelsfähig zu werden. Im Inferno ist die Zeit wie Eis gefroren, es herrscht Vereinzelung. Im Purgatorium gibt es nun Bewegung nach oben hin und auch Kommunikation. Hier herrscht die Dynamik der Sehnsucht nach baldiger Vereinigung mit Gott. Es geht um die therapeutische Aufarbeitung von moralischen Hypothek. Es muss ein Weg der Buße und Läuterung beschritten werden, der eine vollendungsbedürftige Biografie in den Zustand der Vollendung überführt. Es geht, wenn Sie so wollen, um ein Hinauf
und hinübergehen um eine Passage. Gerade noch über die Schwelle des Purgatorio hat es der antriebslose Faulenzer Bellacqua, ein Florentiner Geigenbauer, gebracht, der am Fuße des Läuterungsberges in geradezu embryonaler Kauerstellung verharrt, weil es ihm schlicht und einfach zu anstrengend ist, Stück um Stück den Gipfel des Läuterungsberges zu erklimmen, um dann im Paradiso Eingang zu finden. Er setzt auf das fürbittende Gebet der anderen, dass es ihm helfe, das Ziel doch noch zu erreichen. Samuel Beckett hat in dieser Figur eine Ikone der Antriebslosigkeit, wenn Sie wollen, gesehen. Hinzu kommt ein zweites. Während in der Hölle jeder in kommunikationsloser Vereinzelung Qualen erleidet, gibt es im Purgatorium Kommunikation und Hoffnung. Die Seelen, an denen Dante vorbeikommt, betteln um Fürsprache. Sie provozieren sein Mitleid, sodass er gerne bereit ist, ein Wort für sie einzulegen. Das wechselseitige Eintreten füreinander und auch das gemeinsame Gebet bestimmt die Situation. Für die Büßenden, und das ist jetzt auch für die Eschatologie ein bleibender Anstoß, für die Büßenden gibt es zunächst den Stachel der Erinnerung, die Puntura della Remembranza, der sie den Schmerz und auch die Reue über die Taten der Vergangenheit durchlaufen lässt. Ja, es gibt kein leichtes Vergessen, kein billiges Verdrängen. Die Wahrheit der Lebensgeschichte muss mit all ihren dunklen Stellen noch einmal durchlaufen werden. Das ist schmerzhaft, aber reinigend. Erst dann kann jetzt in einem zweiten Schritt der heilsame Fluss des Vergessens durchquert werden, die Lethe, die alle Erinnerung an die Last der Sünden wegnimmt. Ja, wenn Sie Griechisch gelernt haben, kennen Sie den Terminus für Wahrheit, aletheia. Hier wird durch das Alpha Privativum ein doppeltes angezeigt. Einerseits die Negation des Vergessens, aletheia, ist eben nicht einfach vergessen, sondern tatsächlich die Wahrheit ungeschminkt und ungeschönt zur Kenntnis zu nehmen. In aletheia wird aber zugleich auch das Verdeckthalten negiert. Lantano heißt verborgen halten. Ja? Also aletheia, in die Wahrheit kommen, meint sich eben der Offenbarung dessen, was ist, auszusetzen und sich einem leichten Vergessen zu entziehen, indem man die schmerzhafte Durcharbeitung dessen zulässt, was einen an Wahrheit einholt. Zugleich gibt es bei Dante dann drittens die Oinoe, den anderen Fluss, der die Erinnerung an alle guten Taten zurückholt. Danach erfolgt erst die Verwandlung, die Dante ins Paradiso hinübergleiten lässt. Und Dante bemüht an der Schwelle zu Paradies, das ist sehr interessant, finde ich, das Verb trasumanar, was an Transhumanismus erinnert, um anzudeuten, dass der Mensch sich am Ende selbst überschreitet, um seine Bestimmung zu erreichen, um quasi den Hafen im Meer des Seins final zu erreichen. Nochmal mit einer aktualisierenden Notiz, nicht durch technische Perfektion oder ein digitales Double wie in den Selbsterlösungsnarrativen des heutigen Transhumanismus, sondern durch Gottes Gnade, die den Menschen über den Menschen hinausführt und vergöttlicht, ist dieser Erlösungsprozess bei Dante angelegt. Damit kommen wir noch schnell zum dritten Ort in der Topographie des Jenseits, dem Paradiso oder dem lichtdurchfluteten Himmelsglück der Visio Beata. An der Schwelle zum Paradiso muss Vergil, der Dante bislang durch die Landschaft von Hölle und Purgatorio begleitet hat, passen. Er muss als heidnischer Dichter in den Limbus zurück. Dante schmerzt das. Er vergießt Tränen über diesen herben Verlust.
Doch da steht bereits Beatrice vor ihm, schaut ihn an, weist ihn recht streng zurück. Sie sagt, Dante, weil Vergil fortgeht, sollst du noch nicht weinen. Noch nicht, denn weinen sollst du erst, wenn dich ein anderes Schwert trifft. Das ist die einzige Stelle übrigens in der Divina Commedia, in der der Name des Dichters selbst genannt wird. Es kommt also hier zu einer verdichteten Begegnung zwischen Dante und der Donna Bella, die zu sehen er sich ersehnt hat. Aber die Begegnung fällt zunächst nicht so aus, wie der Pfeil der Sehnsucht sich das vielleicht erwünscht hat. Dante ist erschüttert. Das Schwert, von dem Beatrice spricht, meint die Verwundung durch die Fehler, die er selbst begangen hat. Sie konfrontiert ihn mit den moralischen Hypotheken seiner Biografie. Beatrice wirft ihm Untreue vor. Gleich nach ihrem Tod habe er sich einer anderen zugewandt. Dante, der von seiner Frau und seinen vier Kindern in der Divina Commedia, fast müsste man sagen, laut schweigt, senkt den Blick und verstummt. Stotternd bringt er hervor, die Verlockungen der Gegenwart mit ihren falschen Freuden lenken meine Schritte ab, sobald euer Antlitz sich verbarg. Ja, die Antlitzmetaphorik zeigt wiederum den Blick, die personale Konstellation der Begegnung an. Die Scham über sein Versagen, die ihn gerade in der Begegnung mit Beatrice einholt, lässt ihn den Miserere-Psalm 51 sprechen, also den Psalm, den David nach seiner Affäre mit Bathseba gebetet hat. Erst dann kann auch er den Fluss des Vergessens, also die Lethe, durchqueren und zu Beatrice gelangen. Sein Blick ist nun auf das Santo Riso, das heilige Lächeln Beatrices gerichtet, die ihre Augen allerdings auf einen anderen, Christus, richtet. Es handelt sich hier um eine kunstvoll gestaltete Passage, einen Übergang von hier nach dort. Und in der gemeinsamen Zuwendung zum Licht, der Lichter der Sonne Christi, geht es dann Sphäre und um Sphäre zum himmlischen Paradies hinauf. Das wäre einen eigenen Vortrag wert. Ich komme zum Schluss, indem ich nun noch die performative Wendung der Poesie auf das Leben ansprechen möchte, also die Erfahrung beim Lesen selbst durch den Text gelesen zu werden. Das Schöne, Vollkommene zur Darstellung zu bringen, ohne Langeweile zu erzeugen, ist schwer. Leichter ist es, und das zeigt die allermeiste Literatur, Probleme aufzuwerfen und interessant zu bearbeiten. Dante hat das Paradiso in 33 Gesängen besungen. Und um die Besonderheit des Paradiso zu erfassen, lohnt sich ein Rückblick auf die Gesamtanlage der Commedia, die man noch einmal mit dem Romanisten Karl-Heinz Stierle so fassen kann. Im Inferno herrschte das unerbittliche Gesetz der kommunikationslosen Vereinzelung und der ewigen Durcharbeitung des verwirkten Seelenheils. Das Purgatorio stand im Zeichen kommunikativen Austauschs und wechselseitiger Fürsorge und so des langsamen Prozesses der Vergemeinschaftung. Dagegen ist das Paradiso die vollendete Gemeinschaft der Heiligen, der Communio Sanctorum, in einer absoluten kommunikativen Transparenz. Erst dominiert auch das Licht, während im Inferno das Dunkel dominiert. Die Seelen sind sie selbst und zugleich Teil einer göttlichen Ordnung, in der es keine Vorbehalte mehr gibt. Caritas, Nächstenliebe in der Gottesliebe ist es, was die Seelen antreibt. Hoch und höher geht es im Paradiso bis an die Schwelle zur seligen Gottesschau, die dem Jenseitswanderer Dante allerdings versagt bleibt. Das Werk endet mit dem Sturz zurück in die Welt, wo die Schmach des Exils durch die künstlerische Selbstbehauptung des Dichters, wo also die Infamie
des Bruches der Biografie durch die Fama des Werkes der Commedia kompensiert wird. Und beim Lesen der Commedia kann man, wie ich finde, wie übrigens bei aller großen Literatur, eine Erfahrung machen. Gewiss, das langsame Lesen der Commedia ist zunächst ein ästhetisches Vergnügen. Die Assonanzen, Reime, die Vielfalt der poetischen Sprachbehandlung, aber auch das politisch-historische Geflecht an Anspielungen, die voraus- und auch zurückweisen, das alles verlangt wache Aufmerksamkeit. Aber es kann bei der Lektüre auch zu einem plötzlichen performativen Umschlag kommen. Nicht nur du liest den Text, sondern der Text liest auch dich und dein Leben. Er fragt, befragt dich, er hält dir den Spiegel vor. Um mit Rilke zu sprechen, du musst dein Leben ändern. Hältst du die eschatologische Konfrontation, die Wahrheitsdurchflutung im Sinne der Aletheia aus oder schreckst du zurück ins Dämmerlicht der Ausreden? Die anderen waren es nicht ich, die Kunst, es nicht gewesen zu sein, mit Odo Marquardt gesprochen, läuft ja immer darauf hinaus, es andere gewesen sein zu lassen und im Reizklima das Recht haben müssen es heute. Können wir diesen Mechanismus der Tribunalisierung jederzeit beobachten? Diese hässliche Kunst, das andere gewesen sein zu lassen, wird hier entlarvt. Selbst religiös unmusikalischen Zeitgenossen kann Dantes Werk vielleicht helfen, ihr Leben reflexiv zu spiegeln. Sie können sich im Modus des als ob betrachten. Ja, gäbe es die Sicht der anderen Welt, wie stünde ich da? Gibt es schlechte Gewohnheiten, Leidenschaften oder altertümlich gesprochen auch Laster, die mich runterziehen? Was sollte geändert werden? Was schließlich sind Stärken, die mich beflügeln, die ich ausbauen könnte? Sie sehen also die imaginäre Reise ins Jenseits, die wir jetzt quasi im Zeitraffer gemeinsam abgeschritten haben, kann so auch den Blick aufs Diesseits, also auf die konkreten Lebenswelten, real verändern und ungenutzte Lebensmöglichkeiten neu wecken. Das ist quasi die wirklichkeitsverändernde Potenz, die großer Literatur innewohnt. Ich danke Ihnen für Ihr Mitgehen und Ihre Aufmerksamkeit.